Mein erstes Trikot war ein FC Bayern Trikot. Ich weiß, dass damals mein eigener Name hinten drauf stand mit der 6. So früh wie es ging, war ich dann auch im Verein. Da wusste ich, ich möchte zu den Frauen und ich möchte es einfach machen. Also ich wusste von der ersten Sekunde, dass ich es machen will, aber ich wusste gleich, kommen 1000 Sachen, die ich irgendwie mit meiner Familie klären muss, weil ich auch sehr familienverbunden bin und ich wusste eigentlich, die sind nicht dafür, dass ich jetzt hier hinziehe und wegziehe. Deshalb wusste ich, jetzt kommen irgendwie schwere Aufgaben, die ich überwältigen muss, damit ich hier hin kann. Meine Geschwister haben sich natürlich alle total gefreut, weil sie mich kennen und wissen, dass das irgendwie für mich immer mein Traum gewesen ist. Ich habe meinen Papa dann auch mit nach München genommen und ihm das hier mit alles gezeigt, damit er auch sieht, dass es einfach ein Traum ist, den ich mir erfüllen kann. Von da an war es irgendwie auch einfach zu sagen, wir machen das zusammen. Wo kommst du denn her? Aus Hünxe. Im Ruhrpott gibt es dann schon Vereine wie Schalke, Dortmund, Bochum. Und das ist ja auch für die so ein bisschen, sage ich mal, der Lokalpatriotismus, den man da auslebt mit seinem Verein, den man zujubelt, seit man klein ist. Ja, ich glaube, bei den Jungs ist es halt nochmal anders, weil die dann auch diese, ich glaube, ihr habt dann auch auf die Turniere gespielt, wenn ihr gegen Schalke und Bochum, das war ja dann immer diese Hallenturniere. Aber für mich war immer von Anfang an Bayern das Thema, weil ich nie irgendwie Schalke oder Bochum-Fan war, sondern direkt Bayern-Fan. Mir hat es einfach gefallen, dass Bayern immer gewonnen hat und ich wollte auch immer gewinnen. Dahlmann, now white to Quinn. Ich war damals ein riesen Giovane Elber-Fan. Ich weiß noch, dass ich Trikots von ihm hatte und nachher war es dann Claudio Pizarro, weil das einfach beides meine Vorbilder waren. Also einfach, weil sie geil gespielt haben und letztendlich die Tore gemacht haben. Ich glaube, der wichtigste Ratgeber in meiner Karriere war immer mein Vater. Er hat mir immer gesagt, Leon, du bist immer dann am besten, wenn es dir Spaß macht. Und gerade in schwierigen Situationen versuche ich das immer zu beherzigen. Ich war eigentlich immer die kleinste und schwächste und die Zehnerrolle oder Zehnerposition ist, glaube ich, eh immer sensible Spieler sind. Ja, deshalb waren alle Trainer, die das gepusht haben in der Zeit, schon wichtig für mich, auch ja, als Ratgeber einfach. Wenn man Bayern-Fan war, war es von anderen immer so, ja, die Bayern. Wenn man dann hier wirklich mal Teil des Vereins ist, merkt man halt, dass es im Endeffekt nicht berechtigt war, was andere gedacht haben oder gesagt haben, sondern der Erfolg, der wird hier genauso erarbeitet wie in anderen Vereinen. Schon eine Stunde vorm Training sind eigentlich alle im Gym, komplett nass geschwitzt darunter. Wie willst du jetzt vorm Training nicht trainieren und was für dich tun, wenn ein Arjen Robben oder ein Franck Ribéry mit 35 da das Gym auseinandernehmen? Und ja, das zieht einen natürlich mit. Mir ist an mir. Mir ist an mir. Mir ist an mir, das ist Bayern, das ist Minga. Also für mich ist es irgendwie, dass ja, man irgendwie als Familie zusammensteht, weil man natürlich auch, wenn man nach München wechselt, wie jetzt bei uns beiden, wenn man von zu Hause weggeht, irgendwie ja, ein Stück weit auch Familie verlässt, um hier hinzugehen. Von dem Zeitpunkt an, wo man hier war, hat man überhaupt erstmal verstanden, was es für die Leute bedeutet. Ja, ein Zusammenhalt, ein Zugehörigkeitsgefühl. Und ja, dass die Mannschaft oder der Verein generell auch ein bisschen Familie zurückgibt, die man dafür aufgegeben hat. Ein Teamgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl. Wir sind zusammen, wir kümmern zusammen, wir kehren zusammen. Das ist eine Gemeinschaft, die haben wir nur so in Bayern. Grundsätzlich bin ich natürlich total froh darüber, dass gerade Bayern auch irgendwie ja, ein Vorreiter ist, was das angeht, in Frauenfußball erkannt hat, dass da unheimlich viel Potenzial ist, dass auch in den vergangenen Jahren sich da sehr viel getan hat. Ich glaube, dass man die Entwicklung des Frauenfußballs so positiv betrachten kann, dass es die Hymne zu hören und dann auch noch hier in der Arena. Das ist einfach eine Bestätigung, glaube ich, für die Entwicklung der letzten Jahre. Und ja, das freut uns natürlich als Herrenmannschaft auch, dass da der Erfolg da ist und wir gemeinsam den Verein so positiv repräsentieren können. Leute wollen, dass wir weiterkommen, dass wir die nächsten Schritte machen, dass wir zusammenarbeiten. Ja, solche Momente, die wir jetzt auch dadurch kriegen, das ist einfach ja, für uns auch ein Riesengeschenk und wir wissen das natürlich auch zu schätzen. Ich wollte immer bei Bayern spielen, ich habe immer zum FC Bayern hochgeguckt, deshalb ist die Geschichte dann am Ende irgendwie ganz rund geworden.